Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Teil meiner Pokémon-Mythen-Reihe. Heute habe ich euch 40 Mythen über Pokémon rausgesucht. Mythen, die zum Teil crazy, verstörend, aber auch lustig sein können. Ich höre auf zu labern und fange gleich an. Viel Spaß! Die musikalischen Themen für die drei legendären hundeartigen Pokémon Suicune, Entei und Raikou wurden neu abgemischt und ist in dieser Form im Code für Rubin und Saphir enthalten. Moba ist das erste Pokémon der vierten Generation, das eine Generation vor seiner eigenen Vorstellung gefangen und im Kampf eingesetzt werden kann. Die Titelmusik für Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd wurde neu abgemischt, also geremixed, und ist im Spielcode für Pokémon Platin enthalten. Dokumente in dem Pokémon-Haus auf Sinnoh-Inseln belegen, dass ferne Inseln schon lange vor seiner Implementierung ersonnen wurde. Also die ferne Insel aus Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd. Banette war eine Plüschpuppe, die zum Leben erwachte, nachdem sie von ihrem Besitzer weggeworfen wurde. Weshalb sie es sich jetzt unbedingt an diesem ehemaligen Besitzer rächen möchte. Gerüchten zufolge ist Genesect eigentlich ein modifiziertes Kabutops. What the fuck? Das erste Kadabra war ein Junge mit psychischen Fähigkeiten, der eines Tages verwandelt aufwachte. Dann frage ich mich, was Abra ist. Makabaya-Pokémon bergen in Wahrheit die Seelen von Menschen in sich, die vor langer Zeit lebten. Die Gesichter, die sie haben, sollen die Gesichter dieser Menschen sein und weinen, wenn sie in Erinnerung schwelgen. Auf Somniam wird in Pokémon Rot und Blau von einer Pokémon-Trainerin verwiesen, die vor dem Felstunnel steht. Dieses Pokémon wird auch in Rubin, Saphir und Smaragd erwähnt. Okay. 2008 entdeckten japanische Wissenschaftler ein Protein und nannten es Pikachurin, weil es gut mit Elektrizität zusammenarbeitet. Also der Urin von Pikachu auf Deutsch gesagt. Hä? Gerüchte besagen, dass Giovanni's Nobilicat ein schillerndes Pokémon, also Shiny ist, was seine rosaroten Ohren beweisen sollen. Das ist auch cool, Parasects sind eigentlich zwei Pokémon. Aber der Pilzteil kontrolliert als Parasit die Krabbe. Okay, das kommt für mich jetzt auch überraschend. Dodo kann Fliegen erlernen, anscheinend indem es seine Beine schnell bewegt, wie in Pokémon Stadium zu sehen ist. Ich hab gemeint, er macht das mit den zwei Köpfen irgendwie so, und dann wie so ein Hubschrauber halt eben und nimmt den dann mit, den Spieler. Aber okay. Dino und seine Evolutionen haben die deutschen Zahlwörter 1 bis 3 im Namen. Dino, Zweilos und Hydreigon. Was ich jetzt auch noch nicht gewusst habe, in Pokémon Rot und Blau taucht oben auf der Zinnoberinsel ein gruseliger Mann auf, wenn sie die Ostküsten entlang surfen und nicht über den Schlüssel zum Arenaleiter der Stadt verfügen. Wenn der Spieler mit Dan oder Lukas an deren Geburtstag spricht, werden sie dem Spieler alles Gute zum Geburtstag wünschen. Das ist aber erst der Fall, wenn der Spieler die Top 4 besiegt hat. Hypno, ein Pokémon mit der Fähigkeit, seine Gegner zu hypnotisieren, ist bekannt dafür, Kinder zu entführen. Es geht das Gerücht, dass die Musik im Pokémon-Turm in Lavandia Town jungen Leuten in aller Welt selbst mörderische Gefühle auslöste. Diamond Dust, also Diamantstaub, ist eine besondere Art Schnee und existiert nur in Blizzard, auf dem Gipfel von der Silberberghöhle und in Nevajo City. Dieser Schnee taucht nur an bestimmten Tagen auf. Geheime Wallpapers für das Pokémon Storage System existieren überall in der Serie. Im ursprünglichen Pokémon Rot und Blau war es möglich, in jeder der großen Statuen im Pokémon Gyms, also den Turnseelen, zu fischen. Muss ich mal probieren. In Japan existierte der Pokémon-Move Splash nicht, er hieß Hop, also Hüpfen, was erklärt, warum Splash, Spritzen, eine physische Fähigkeit ist und keine Wasserfähigkeit.
Wenn ein Pikachu aus Pokémon Gelb in Pokémon Stadium hochgeladen wird, wird es von Ikue Otani gesprochen und verfügt über einzigartige Soundeffekte. Ein wirklich spezielles Pokémon. In den ersten Spielen konnte der Spieler einen Baum umschneiden, sich dann an den Platz stellen, auf dem der Baum stand, speichern, neu starten und sich dann auf dem Baumwipfel wiederfinden. In den ursprünglichen roten und blauen Versionen des Spiels konnte man das Geschlecht eines Pokémon anhand seines Angriffs und seiner Verteidigungsrate erkennen. Auf legendären Pokémon traf dies nicht zu. Das Wort Pokémon ist kein japanisches Wort, sondern eine Kombination der beiden englischen Wörter Pocket und Monster. Was auch ziemlich cool ist, Gengar ist ein schattenartiges Pokémon und dieser Schatten mag mit dafür verantwortlich sein, dass es Pixie so ähnlich sieht. Pikachu, das Maus-Pokémon, hat eine Pokédex-Zahl von 25, während Mauzi, das Katzen-Pokémon, eine von 52 hat. Wenn man jede dieser beiden Zahlen umdreht, erkennt man, dass die das Gegenteil voneinander sind, eben wie Katze und Mäuse, ja. Was aber ziemlich crazy ist, Violet kann sich mit Dickda fortpflanzen. Okay. Bei Azurill besteht eine 25%ige Chance eines Geschlechtswechsels, wenn es sich entwickelt. What the fuck, wie funktioniert das, Mann? Mr. Mime kann auch ein Mädchen sein, auch wenn der Name des weiblichen Pokémon trotzdem Mr. beinhalten würde. Die Namen der drei legendären Vögel endet mit einer spanischen Silbe: Articuno, Zapdos und Moltres. Jedes Pandir verfügt über ein einzigartiges Muster. Im Spiel gibt es über 4 Milliarden Kombinationen. Dann fangt mal alle. Das Pflanzen-Pokémon Tangela konnte Rankenhieb nicht in Generation 1 erlernen. Really? Das Feuer-Pokémon Arcani sollte ursprünglich ein legendäres Pokémon werden, wurde aber dann doch durch Lavados ersetzt. Quapsel-kreiselartige Bemalung wurde den Innereien von Kaulquappen nachempfunden. Rattern, zu Englisch Ekans, ist einfach Snake von hinten nach vorne gelesen. Und Arbok ist Cobra verkehrt herum. Gäbe es ein Pokémon, das jeden Typ hätte, wäre es nur gegenüber Felsentypen schwach. Nokshan und Kikli basieren auf Jackie Chan bzw. Bruce Lee. So, das Beste kommt zum Schluss. Es kursieren Gerüchte, dass Mew und Ditto fast identisch sind. Ditto soll eine misslungene Version von Mew sein. Beide wiegen je 8,8 Kilo, kennt Verwandlung von Haus aus, sind rosarot, aber blau, wenn schillernd. Und können jeden Move erlernen, auch wenn das für Ditto nur temporär gilt. Vielen Dank fürs Zugucken, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video oder in dem nächsten Faktenvideo. Bis dann, Freunde, macht's gut und ciao!